Ich habe lang in Basel neben einem Gefängnis gewohnt. Wir haben es mitten in der Stadt, haben wir ein Gefängnis. Und wenn ich sage, ich habe nebenan gewohnt, meine ich wirklich Wand an Wand, ja, durch das Gefängnis gesehen, Untersuchungshaft. Und nebenan wir in unserer kleinen Zweizimmerwohnung. Und die Leute haben immer gefragt, hast du nicht Angst, dass mal etwas passiert? Ich sage, im Gegenteil, ich hoffe, dass mal etwas passiert. Ich habe nie groß etwas. Vielleicht mal ein Geschrei auf dem Pausenhof, weil wir haben so einen Hinterhof gehabt. Und gerade nebenan war der Pausenhof gesehen von den Insassen. Der ist aber ein bisschen höher gesehen. Das heisst, man hat sie nicht unbedingt gesehen, aber man hat sie oft gehört. Zum Beispiel einmal haben wir ein Sommerfest bei mir daheim, Musik gelost, Fenster offen, irgendwann haben wir angefangen zu tanzen, angefangen zu singen. Und dann schreit einer von oben runter, «Halt mal die Fresse da unten!» Habe ich zurückgerufen, «Halt doch du die Fresse, ich wohne freiwillig da!» Ja. Dann hat er zurückgerufen. Gut zu wissen, ich bin in einer Woche draussen.